zum heutigen 1:0 Erfolg ihrer Mannschaft. Und Entschuldigung, wir beginnen also jetzt die Pressekonferenz, Ihnen präsentiert durch die Lina Brauerei Rosenfeld. Wir sind gespannt, was beide Trainer jetzt zu dieser interessanten Paarung vor rund 350 Zuschauern äußern. Ich darf das Mikrofon übergeben an den Gästetrainer. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit eine sehr interessante Partie gesehen. Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften doch dann um sehr viel geht. Viel Mittelfeldgeplänkel in der ersten Halbzeit, keine wirklich zwingenden Torschancen. Machen dann in der zweiten Halbzeit zu einem guten Zeitpunkt ein Tor, haben dann zum Schluss natürlich auch ein bisschen Glück. Aber ich glaube auch aus dem Spiel heraus kam von beiden Mannschaften relativ wenig, wenn kam es über Standardsituationen, über einen Einwurf. Alles in allem hatten wir am Ende ein bisschen Glück. Trotzdem glaube ich, dass der Sieg über die ganze Spielzeit in Ordnung geht. Vielen herzlichen Dank. Pressevertreter sind anwesend. Keine Fragen, ist schon abgewunken worden. Somit das Mikrofon an dich, Alex. Ja, auf meiner Seite aus, hallo zusammen. Ja, Dennis, auch wenn ich es Ungarn mache, aber wir sind faire Sportskameraden und Glückwunsch zum Sieg. Ja, was gibt es zum Spiel zu sagen? Ich glaube, die erste Halbzeit war mehr oder weniger abtastend. Beide Mannschaften hatten viel Respekt voreinander und deswegen war eine Torraumszene Mangelware. Wir kamen ein, zweimal gut in die Halbräume, wo wir dann aber den finale Pass eigentlich schlecht ausspielen und somit ja, war es ein gerechtes 0-0. Und die Spielanteile waren verteilt. In der zweiten Halbzeit ist dann ein bisschen mehr Leber reinkommen. Und mit der ersten und auch die letzte Chance von der TSG machte dann das 1-0, wo man eigentlich Überzahl hatte im Zentrum. Aber da hat einmal der Silas Bader dann schon gezeigt, was er für eine Dynamik dann hat. Obwohl wir es eigentlich über 90 Minuten dann gut verteidigt haben, aber in dem Fall dann nicht. Und dann, ja, und dann danach hatte man schon auch das Gefühl, dass man jederzeit das 1-1 machen könnte. Haben auch viel investiert. Und hätte dann auch ein bisschen umgestellt und war dann auch gefährlich. Also aus dem Spiel raus gebe ich dem Kollege recht, da war es überschaubar, aber Eckbälle und Einwürfe von links, von rechts, da waren wir schon auch gefährlich. Und am Schluss zu den letzten 10 Minuten war es dann Powerplay, da haben wir dann so gespielt wie Balingen 2 in Nusplingen. Da hat Balingen 2 dann verteidigt mit Mann und Maus. Und ja, heute wollte der Ball einfach nicht über die Linie und somit verlierst du unglücklich 0-1. Ich glaube, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall gerecht gewesen. Und ja, aber so ist nun mal Fußball und ja, müssen das akzeptieren. Was man zusätzlich sagen kann, gerade so gegen gute Mannschaften, speziell dann TSG Balingen, die dann auch gute Ausbildung haben und auch schnell und dynamisch sind gegen die jungen Kars, da fällt uns schon in der Offensive die Durchschlagskraft. Das müssen wir dann schon anerkennen. Gegen schlechtere Mannschaften kommen wir da sehr, sehr gut durch, aber wir müssen alles uns hart arbeiten. Das haben wir heute wieder gesehen. Nochmals, ja. Schön, dass so viele Zuschauer da waren. Leider hätten wir das mit einem Sieg gerne gekrönt, aber dem ist nicht so. Dennis, dir und deiner Mannschaft viel Glück für die anstehenden Spiele und vielleicht schafft ihr der große Cup, euch wär's zu gönnen. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss, ade.